Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Draxus hier, heute mal extrem früh dran. Es ist 6:30 circa. Ja, ich bin. Scheiße, Homer ist ja auch schon da, glaubt man's denn? Bin vorher aufgestanden, das Brot für meine Kinder gemacht, für den Kindergarten, Kaffee. Vollgas. Homer, wunderschönen guten Morgen. Voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen. The falling of a star, a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Ich krieg Kopfweh von seinen Fragen. Er soll das nochmal fragen in 2 Stunden. Dafür bist du jetzt einer der Ersten, der den ganzen Anfang von mir mitbekommt. Du bist eigentlich der Erste. Ein Einziger gerade. Na, ist ja doch gut, dass ich manchmal so früh aufstehe. So das Letzte. Wollte das Spiel nur ein bisschen lauter machen. Ja, je nachdem, wie ich aufstehe. Ich habe gesagt, ich werde früh aufstehen, aber ich habe jetzt keinen Wecker gestellt. Ich beeile mich auch nicht sonderlich. Offiziell beginne ich ja erst um 8, von daher. Ich habe aber gestern gesagt, ich schaue, dass ich früher streame.
Also wenn die Leute wach sind. Oh, schau mal. Alles ist schwarz-weiß, nur Blut nicht. Gib dem Mann ein Bier. Du weißt, was du zu tun hast. Oh nein, wirklich? Hast du gehört, was sie gesagt hat? Mit Tränen in den Augen sagte sie gerade zu ihm, I knew you were alive. Er frisst gerade seine Frau auf. Knapp dran. Mary. Okay, seine Schwester. Mary. Hold on. Please, hold on. Sie ist tot. Mary. Mary. Gute Synchronarbeit. Lebt das Spiel nicht von dem Motto, lebe mit deinen Konsequenzen? Ich kann das. Nein, es ist das Nachleben. No! Please, a moment, let me explain! Das, was ich von meinen Kindern beobachtet habe, Gier ist angeboren. Jeder Mensch ist gierig. Entweder du arbeitest daran, es loszuwerden. Es haben aber viel zu viele diese Gier. Ich will mehr. Mehr Geld. Mehr Essen. Ich will mehr trinken. Ich will ein schnelleres Auto. Ich will, ich will, ich will. Was ist aber mit den Gedanken? Von wegen, was ist aber, wenn ich noch weniger habe? Sollte ich nicht dafür sorgen, dass das, was ich aktuell habe, auch das ist, was mir bleibt? These patrols are after me. Cross the links, boys. No, no, don't shoot. This is a nightmare. I need to get out of here. This can't be happening. Over there. It can. Und es ist scheiße dunkel. Du wirst lachen, hier gibt's noch ein Symbol. Ich habe das kaum gesehen. Sie sind hinter dir her, aber nicht, weil du sie getötet hast. Ah, Leertaste ausweichen. Ah ja. Wow. Das Spiel ist wenigstens mal halbwegs durchdacht, auch wenn ich es nicht leiden kann, dass mir die Benutzen-Taste was anderes. Aber anscheinend scheint es trotzdem zu funktionieren, weil F war in dem Fall schon zweimal.
Now, I can defend myself. You bastards! Kill the thing! Who are you? Stay back! Sorry, but you left me no choice. Who are you? Stupid beast! Burn, vermin! Sorry! Schleichen kann er nicht, wie es scheint. No, please, stop! There's a light fired! Who are you? There's one of them! What do you want? I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. The sun. It feels like it's burning me to the bone. Okay. I need to find somewhere to hide. Right now! Let me go! Scheiße. Ah, ich muss den das erste umbringen, ja. So viel zum Thema, die Wahl haben, ne? Is anybody there? What is this place? The place seems abandoned. Nein. Die werden wirklich damit geboren. Die kleinen Kinder wollen noch immer das haben, was die anderen haben. Ob sie Hunger haben oder nicht. Wenn du es ihnen gibst, merkst du dann, dass sie keinen Hunger haben. Futterneid bei Tieren, wenn du es beobachtest. Das haben Menschen auch. Gier ist natürlich, bis zu einem gewissen Maß. Gier hat jeder, nur die Ausprägung ist unterschiedlich. Ich bin zum Beispiel nicht der Meinung, dass ich gierig bin. Als Mensch gesehen fordere ich nur ein gewisses Mindestmaß. Anständiges Essen, trockenes Zuhause und den einzigen Luxus, den ich möchte, ist mein PC. Ich habe keinen Führerschein, ich habe kein Auto, ich habe kein Motorrad und ich musste 3 Jahre lang auf den Computer hier hinsparen im Endeffekt. Also was hat das mit Gier zu tun, wenn ich dafür arbeite, es zu bekommen? Ich bin dankbar für das, was ich habe. Meinen alten Computer habe ich zum Beispiel immer noch hier stehen, aus Ersatzteilgründen. Sollte es wirklich passieren, dass das Mainboard kaputt geht, kann ich in knapp 3 Stunden meinen anderen PC wieder reaktivieren. Sollten alle Stricke reißen. Ich glaube nicht, dass das was mit Förderung zu tun hat, sondern mit Ignoranz. Das kann es vielleicht auch auf die Gier zurückbringen. Ich will mehr Zeit für mich. Die Gier kann so bloß auf den Satz zurückbringen, ich will. Sobald es mit ich will anfängt, ist es Gier. Ich fordere für mich als Mensch ein gewisses Grundmaß, von daher weiß ich nicht. Ja, nenn es Gier. Meine Güte, von mir aus. Aber Morgen, Basilius, ich bin noch ganz am Anfang. Kurze Zusammenfassung, ich bin im Leichenhaufen aufgewacht, habe meine Schwester ausgesaugt und getötet und jetzt bin ich auf der Flucht. Ich weiß nicht, was los ist, aber alle Leute schreien mich an mit du Blutsauger. Also ich weiß, was los ist, aber naja. Sieht aus wie mein Opa. Gott habe ihn selig, ne? Brother. What have you done? Mary! Mary!
Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Nein, das stimmt nicht. Wie gesagt, Egoismus ist was anderes. Das hat nichts mit Gier zu tun. Egoismus kann auch feige sein. Es ist schwer zu sagen. Egal, lass uns jetzt ein bisschen das Spiel genießen. Ich möchte hier jetzt nicht philosophische Grundlagen diskutieren. Man wäre nicht am Ende nur deprimiert. Lass uns lieber das Blutbad genießen. Ernsthaft, abreagieren. In Spielen das machen, was man in der Realität nicht bereit ist zu tun. Dafür sind die Spiele für mich da. Wait. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Nein. Bei... Erkläre ich gleich. He's got no more responsibilities. What's this? Go watch. Beautiful it is. We fence it and share the takings. I suppose we are undertakers. Nah, give him a knife. Bin noch kein Ghoul. That's impossible. Sigmund Freud hat die ganzen immer auf präkindliche sexuelle Einschneidungen zurückgeführt. Das liegt daran, dass sämtliche Beweggründe der Menschheit auf sexuelle Interessen zurückzuführen sind. Männer machen viele Sachen, um Frauen zu beeindrucken, ne? Es geht schon von der Kindheit an los. Unwissentlich, instinktiv, vorbereitend. Das war seine Theorie. Ob sie wahr ist oder nicht... Ich bin jetzt kein Psychiater, um da das genau abbewerten oder irgendwas, ne, aber... Ich würde zu Egoismus und... so weiter passen. Von daher theoretisch, ja, praktisch. Naja. Bei Agony hatten wir auch erst die rote Königin. Referring to me. No. No. I still have so much to accomplish. I still have so much left that needs doing. Was hat er sich denn abgeschossen? Ich meinte jetzt nicht den Revolver, sondern die Drogen. War eine Metapher. Ist nicht nur alte Wobbly? Nein! Es ist Zeit, ich kann ihn retten. That's the enemy coming. The orders are to evacuate the hospital. Done. He'll live. And now what? We fight. Gott ist mein Sessel im Arsch. Healing. No, it never got easy. No. Leicht ist es nur, um davon abzulenken, dass es in nächster Zeit wieder schwerer wird. The
This makes no sense. None of it. No sense at all. Nein, keine Ahnung. It's a nightmare. That's it. Er war schon da. Wer das ist, weiß ich nicht genau. Vermutlich irgendein Kollege. Viel Glück, das funktioniert nicht. Ich frage mich, welche Mythen und Regeln sie für die Vampire eingebaut haben. Rational thinking only. Echt? Für den Menschen sind Vampire nichts Rationelles. Bis zur Unendlichkeit. Das heißt der Erfolg, den ich gerade habe. Und warum sie Vampire mit Y schreiben, weiß ich nicht, aber... Nein. Oh, Scheiße, hat nicht funktioniert, ne? Okay, wusste ich jetzt nicht. Vampire mit Y kenne ich nur als Bezeichnung für chinesische, aber... Der hat sich aus uns irgendwie rausgewaschen, aus der deutschen Sprache, aber nein. So. Über die Grammatik der deutschen Sprache habe ich jetzt nicht wirklich irgendwelches Geschichtswissen gespeichert, sorry. That voice in my head. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Y ist das Menü. Bürgermenü. Welche Untersuchungen? Das ist gut. Ob es jetzt gut ist oder schlecht, dass er das gemacht hat. Ja, ja. Die Ideen, was er gehabt hat, waren nicht schlecht. Das ist es nicht. Das Problem ist, dass der Weg, den er eingeschlagen hat, aber sowas von krank war und falsch. Es ist ja nichts Verwerfliches daran,
sein Volk wieder aufleben zu lassen. Das nicht? Aber der Rest? Mein Gott, Junge. Er hätte mal eine Woche Stubenarrest brauchen können. These people want me dead. I need to leave now. Here's the leech. Here. Oh, fuck you. My head's spinning. It's locked. Okay. I cannot enter. Hier ist nichts, auch nichts. Aber hier ist was. Abgenutzter Pflock. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Die, vermin! Go back home. Strength I never knew I had. Not been bitten. Leech spotted! Watch out, boys! This shouldn't be possible. Every sinew, every fiber of my being is a fire. Learning the limits of my body. Mitschuld ist ein bisschen untertrieben, ne? Kreuzzüge, Inquisition, Hexenverbrennung. Also die Liste der Fehler der katholischen Kirche. Gibt's eine längere? Ich glaube, selbst mit der Fehlerliste an sich, ich glaube nicht mal mit den Morden. Ich glaube, niemand kann mit den Fehlern und dem Massenmord der Kirche mithalten. Nicht mal Hitler war so schlimm. Er ist nur neuer. Wenn du die Geschichte an sich selbst beurteilst, glaube ich, führt die Kirche da die Liste aber ziemlich hoch mit Abstand an. Und wir haben einmal nachgegoogelt. Hitler ist nicht der größte Massenmörder himself. Es gibt Leute, die haben weit mehr umgebracht. Hitler, glaube ich, ist nicht mal unter den Top 5. Da gibt es andere Leute, die weit mehr zugelassen oder befohlen haben, sie umzubringen. Aber bald wieder Blut. Nee, ich glaube, er kann nicht schleichen. Quarantäne.
Stimmt, aber in dem Fall sind ja die Juden schuld, weil sie nicht gottesfürchtig ist, ne? Und bei allen Witzen, die man reißen kann, Jesus war selbst Jude. Ne? Er wurde auch in das Judentum hineingeboren. Das ist ja sowieso dem Ganzen, was die Krone aufsetzt, ne? Die Dornenkrone. Mary, someone will pay for what happened to you. Zu einem Stream, es ist früh genug, damit so wenig Leute da sind, damit das noch interessant ist. It's locked, all right. I have this thirst for blood. Na, nicht so ganz. Überlege mal, wann er geboren wurde. Es gab noch immer die Römer. The dizziness from the jump. I can now control it. Ich weiß. Auch das Blut. This is despicable. Ich weiß, und sonstiges. What will London have to say to me? Wart's ab. So many questions unanswered. Witzigerweise, die Satzstellung im Englischen ist auch lustig. I have so many questions unanswered, ne? I have so many unanswered questions. Das ist auch richtig. Wenn du erstmal begriffen hast, was richtig oder falsch ist, ist Englisch nicht schwer. Limehouse? Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? Nicht Friedhof, ein Mausoleum. Ungebildet dann Barbar. The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Fresh blood. The smell is so strong. Ja, das stimmt schon irgendwie. Da stimme ich dir zu. Something dire must have come about. Where has everyone gone? Okay. Ah, das dachte ich mir. Bis dann, Basilius. Na, ich stream wie immer. 9:30 sowas.
Ed? Griff und Abzug. Was, um die Schusswaffe aufzubessern? Kann sie zwar noch nicht verwenden, weil ich keine Kugeln habe, aber... Na gut. Zum Aufleveln habe ich noch zu wenig Punkte. Sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is gonna be another long night. Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. The last ray of light in this dangerous part of town. Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. Kitty, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Hoffentlich bist du mehr ausgeschlafen als ich, oder... Naja... Oma. So, you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. Ja. Eine Lücke finden und ausfüllen, ne? So kann man Geld verdienen, aber... Naja. Ob das eine sonderlich gute Idee war, die Konsequenzen und... Ne? I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Kurz nach 6. Aufgestanden, Computer eingeschalten, Spiel runtergeladen, Frühstück gemacht für die Kinder, meinen Kaffee. Who is this man? So seit knapp 40 Minuten sowas streame ich erst. Well dressed, quite polite. The professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Er hat bezahlt, von daher. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, yes? No funny business. You hear me? This is a respectable establishment. Oh mein Gott. Was hat er gerade versucht mir zu unterstellen? Ja, relativ. Es war bis jetzt nicht wirklich was. Ich bin in einem Leichenhaufen aufgewacht. Benebelt vom Blut durst, torkelte ich durch die Stadt und habe eine Person getroffen, habe diese Blut leer gesoffen. Das war meine Schwester. Nach der Verfolgung der Einheimischen, die wussten, dass ich ein Vampir bin, habe ich einen Blutfleck gefunden und tja, der bin ich zur Bar hier gefolgt. Das war's schon wieder. Bis jetzt, es ist kein AAA-Titel. Ja,
Nein, Vampire ist kein AAA-Titel, das habe ich nicht erwartet. Aber ich bin ein Streamer, der gute Geschichten erzählen möchte. Ich bin Klugscheißer und ich weiß vieles über die Spiele, über die Mechaniken, was weiß ich was. Ich will nur eine gute Geschichte erleben, über den Rest kann ich oftmals hinwegsehen. Das Kampfsystem hier ist nicht das Beste. Es gibt kein Blocken, kein Konter, irgendwas. Es ist nicht das Beste, aber es ist gut genug und unterstützt die Geschichte. Das reicht mir. Man braucht nicht immer ein ausgefeiltes Kampfsystem à la Witcher 3. Sie haben auch drei Spiele gebraucht. Sie stehen erst bei Nummer 2 und sie konzentrieren sich mehr auf die Geschichte als Witcher. Und Witcher zählt schon eine eine gute Geschichte. Ich tue, was ich kann. Junge, der hat sich gerade wegteleportiert. Slowly, Vampire. Who are you? I mean you no harm, saith the Vampire. Present yourself. I need a word. Das habe ich auch gehört, das Kreuz, ne? Anyone. Das ist wenigstens interessant dargestellt. Das mit den Kreuzen hat man jahrelang weggelassen. Ich finde es gut, dass sie das eingebaut haben. Selbst bei Vampires, The Masquerade, selbst die Vampire basieren auf einer geschichtlichen Mythologie, von daher. And who might you be? I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Something, someone, is molesting people. In fact, killing them, biting them. The calling card of a vampire. Like you. You seem the expert. How would that be? I have my secrets, as you have yours. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I am performing an independent Paladin? Investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking? Ein Vampir. Ridiculous. I have no idea what you're talking about. Man hat gehört, wie sie sich wegteleportiert. Not to trust you. Then the feeling is mutual. And what exactly is this brotherhood? Sir, if the name is not the Dark Brotherhood, then we shall discuss it another time. We see you. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail, the scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We are both chasing the same shadow. Perhaps. This is all new to me. I'm not even certain what. Ich ziehe lieber meine eigenen Schlüsse anstatt. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? I will at last have the answers to my questions.
Hmm. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, dass der das ernst meint. Folge den Mörder, befrage die Einwohner. Ja. So. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. I think drink no longer stirs me. Vielleicht die Kellnerin. Evening, sir. Ich glaube 49 waren das. Well, if you must. Schau mal kurz nach auf Steam. Die Leute beschweren sich auch, Vollpreisspiel und außerdem, ja, Vollpreisspiele kosten aber heute 59 am PC, von daher, ja, 50, also 49. Das Pre-Order muss man jetzt extra kaufen. Ja, immerhin können sie es haben. Wie gab es das dazu? What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic. Now all these terrible murders. What have you heard about the epidemic? It's a Spanish flu. Yeah. Nur zu. Killed so many last summer. Come on, yeah. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. The murders. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog? What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. Okay, ein Gerücht haben. Mehr haben wir nicht. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Why are you so afraid? I mean, his skin. His hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. Ich glaub das. Tell me, Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. Wahnsinn. He's never been violent until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Bürgerhinweis. Du hast soeben einen Hinweis entdeckt. Dieser enthüllt eine geheime Information über einen Bürger oder über jemanden, der mit ihm in Zusammenhang steht. Vampir, benötigst du menschliches Blut, um dich zu entwickeln. Der Balken mit der Blutqualität zeigt die EP an, die du erhalten wirst, wenn du den Bürger aussaugst. Freigeschaltete Hinweise erhöhen die Menge an EP. Tom und William Bishop waren früher einmal gute Freunde. Okay. Vielleicht hat er noch Infos über seinen alten Freund. Ach Kacke. I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Genau. Er hat nicht gelogen. Sie sind der einzige andere Fremde.
Die waren ja Freunde. Er ist ja kein Fremder. Tom, talk to me about the visit from your old friend William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Nicht mehr? Who is he? William. Just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. Is he dangerous? Yeah. Like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. Das stimmt, habe ich auch so gesagt. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Okay. I should just run as far away from this place as I can. Haben wir jetzt hier immerhin mal einen Hinweis, wo wir ihn finden können, am Pier. Ja. Limehouse Dock. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city? Ja. Aber er schaut mir irgendwie sehr tot aus. The body is still warm. This man has just been drained of blood. Erstens, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt kann. Zweitens, ich habe keinen... Ich brauche es nicht. Mein Blutvorrat ist gerade voll. Naja. This corpse has been Warum Aufmerksamkeit erregen? Just like the previous victim. This man was armed. He tried to defend himself. What's this? Some sort of note. Read it. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. Die paar EP, bin ich mir nicht sicher, dass die was bringen. Aber erstmal abwarten. Ich hab, witzigerweise, du kannst das Spiel durchspielen, ohne jemanden zu töten. Das klappt. Ich muss keinen einzigen dieser Bürger angreifen. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Spritzer, so nennt er das. Ach Gottchen. Gibt es eine Möglichkeit zu schleichen oder nicht, weil lautlos sind deine Gegner gelangen. Das heißt nicht, dass ich jeden verschone, aber erstmal bin. Over there!
wohl nicht geklappt. Manche Gegner können gewisse Schadensarten besser widerstehen. Nahkampf, Fernkampf, Blut und Schatten. Okay. Eigentlich habe ich sie auch ausgerüstet. Gut, nachdem ich dafür ein bisschen zu blöd bin. Machen wir es. Ups. Nein, das war so nicht geplant. Merke. Ne? So, die Blutspur führt hierher. Ich meine, so wie sie drin aussieht, gibt es sowieso keine andere Möglichkeit, als dadurch mehr oder weniger doch. Ja, ja, ist nicht die feine Englische, aber mein Blutvorrat füllt sich gut auf. Ah, Stock. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong, it makes me dizzy. Wow, das nenne ich mal Blutbad. Ja, bist du gelähmt. Okay. Come so close. Stay with me, William. As one, we shall overcome this. We've done it before. No. I had a drink outside tonight already and it did not. Weiß nicht, wie ich die Waffe wechseln kann. Das muss doch irgendwie gehen. Gameplay-Tastenbelegung. Z. Ich glaube, das war mal Y. Dann kann ich hier auch die Knarre jetzt ausrüsten. Geht's? Okay. Wow. Seht das mal an. This creature is bedeviled. I must put it down. Wow.
Lutsch an was anderem, ist doch eklig. Wow. Das ist an. Er lebt noch. William, er ist noch am Leben. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? We knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Und Dusk Till Dawn? Remember, Sir, Schnucki. Every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by Skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Nein, sie ist kein Vampir. Und er ist sehr, sehr tot. Er ist nicht nur tot, er ist Töter. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Maybe, maybe not. Let's find out. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Das kann interessant werden. Reden, töten und Quests lösen ist auch langweilig auf Dauer, aber wenn es ein Minispiel für Analysieren gibt und so ein Scheiß, das wird geil. Priester, Erika und ein Verdammter. Was für eine Truppe. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What? Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that Skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea. I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed. A surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct. Okay. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed, marvelous. Ich hoffe, ihm geht jetzt keiner ab. I attended three of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate.
England's most esteemed blood specialist, returns to London a vampire. That word again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. And for that, you are right. Ich freue mich drauf. Ja. Ich bin nicht dumm. Then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Ich bin nicht einer der Streamer, der pauslos am Quatschen ist. Ich spiele das Ding das erste Mal, ich will ja selbst was mitkriegen. Und daher bin ich öfters etwas schweigsam. Aber wenn ich die Spiele so kenne wie bei Fallout, da kann ich mit einem, da kann ich reden wie ein Wasserfall teilweise. Aber da, ich will die Leute nicht unterbrechen, ich will es ja selber mitbekommen. Ich muss nicht jede Handlung jetzt unbedingt kommentieren, es würde auch die Illusion und die Spannung zerstören. Dr. Swansea, thank goodness, I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost two more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Eben. Yes, well, I'll make a new rotor in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Crane? Dorothy Crane? Das habe ich auch mir gedacht. Lasst mal die arme Frau den, keine Ahnung, 80 Kilo schweren, schwer verletzten Typen durch die Gegend schleppen, während ihr euch einen Wolf quatscht. Gentleman ahoy, ne? Ja, ja. Ich glaube, hier kann ich nicht durch. Come on, you bastard. You can do better than that. It's my turn. Rotten or crusty, each heart contains the secret of life. Drink at this river, dry it all. Um ihn zum Beispiel ist es nicht schade, wenn ich ihn aussauge. Oh, come on, you bastard! I won't bite! Sir, please! You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes, that's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor, Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place.
Okay. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Er war höflich am Ende und wir wissen nicht warum. Ich bringe ihn deswegen nicht um, er hat mit ihm gekämpft, warum auch immer, das wissen wir nicht mal. Weil sie sich beruhigt hat, war er ja auch relativ höflich und außerdem habe ich das Blut auch gerade nicht nötig. Und die EP auch nicht. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go. But no famished hunter can run for long. Ich werde dran denken, wenn es mir mal scheiße geht. Jetzt brauche ich es gerade nicht. Nein. Ich gehe die Sache einfach nur logisch an. Ich habe keinen Nutzen dadurch, gerade ihn zu töten. XP? Gib dir Mühe im Kampf. I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. Sorry? I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. So schnell? Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask. Mal sehen, ob sie Antworten geben kann. And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Ein Sedativum, danke. Sag das doch einfach. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Yeah. Thank you, Nurse Crane. Erster Stock. Wollen wir mal schauen? Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Oh ja. Oh ja. Komm schon, ich will das Ding als Waffe verwenden können. Ja! Eine scheiß Knochensäge als Waffe, ist doch herrlich. Jason würde sich richtig freuen. Hat er eine? Jason X, ne? This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Welcome. Welcome. Sehr geehrter Jonathan, Schwester Dorothy hat auf meine Anweisungen hin ein Büro für Sie im ersten Stock eingerichtet. Bitte entschuldigen Sie die dürftige Ausstattung, doch das Pembroke Hospital ist keineswegs das Ritz.
Es tut mir auch leid, dass Sie das Büro alleine suchen müssen. Ich muss noch etwas schlafen, bevor ich weiterarbeite. Ich bin eben nur ein Sterblicher. Ich habe zusätzlich verordnet, man solle Sie etwas ausruhen lassen und niemals Ihren Raum betreten. Sie können ohne Störungen tagsüber schlafen und ohne Verdacht zu erwecken nachts arbeiten. Ich fürchte, hier ist alles etwas unordentlich, aber wenigstens können Sie hier Ihre Experimente selbstständig durchführen. Ihnen wird das offene Fenster mit dem Gerüst davor auffallen. Es ist möglich, Ihnen jederzeit unbemerkt das Krankenhaus ein- und auszugehen. Ja, der Rest ist Bekundigungen und die Liste ist lang. Dieses Regenerationsserum regeneriert 300 Lebenspunkte sofort und anschließend 150 innerhalb von 15 Sekunden. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows that the sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time. Gerüst beim Fenster. Ehrliche Antwort, nein, ist mir wirklich jetzt nicht aufgefallen, aber hauen wir uns mal aufs Ohr. Passiv. Nehme mehr Blut im Kampf auf, das kann eigentlich nichts schaden. Plus 200%, yeah. Haben wir noch? Gesundheit. Erhöht die Blutkapazität um 50%. Ich möchte mal schauen, was die anderen Fähigkeiten sind erstmal. Du unterbrichst die Blutzirkulation in den Venen deines Zieles und machst es wehrlos. Du erzeugst eine unsichtbare Barriere, die direkten Schaden absorbiert. Du führst eine übernatürliche Bewegung in Richtung deines Zieles aus und verursachst Schaden bei der Landung. Umschaltbar. Du verbrauchst Ausdauer, um in den Schatten zu verschwinden und für die meisten Feinde unsichtbar zu werden. Wut, Abgrund, Kessel. Hey, Vampires, lässt grüßen, ne? Das Ding möchte ich aber lernen, aber später. Ich lerne lieber das. Da brauche ich auch nur 300. Ich glaube, aber ich erhöhe meinen Blutvorrat etwas. Und jetzt habe ich zu wenig Punkte für irgendwas anderes. 300, 300, 300. Die Freischalt... Oh, echt, brauche ich nur? Kann ich vielleicht die Heilung aufbessern? Stufe 6. Spare ich es mir lieber noch ein bisschen. Achso. Es sind nur 300. Ich habe das jetzt mit 290 so verwechselt. 10 Punkte noch. Folgende Nacht. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Sie wünschen? Yes, how can I help you?
I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war, and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Wow. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? Wenn du das creepy genannt hast. Behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Dann ab in die Leichenhalle, die heute ein Lagerhaus ist. Wow. Wurscht. It's locked, all right. Scarecrow is in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Ah, er hat keine Ausdauer mehr, okay. Du Mistkerl. Ich bin... Jedes Mal, wenn ich angreife, blockt er mich und ich muss kontern. Und immer, wenn ich das mache, geht so viel Ausdauer verloren. Ja. Oh, ich hab sie schon, gut. Boom. Die Kerlchen sind lästig. Okay. Ich hab den Kampf überlebt. Ich nehm nächstes Mal wieder meine Knochensäge. Also ich nehme mal die Knochensäge. Kann ich auch. Ich brauche mehr Ausdauer. Weiß ich, was ich nächstes Mal skillen werde. Frag mich, was da hinten ist. Gar nichts. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass ich da was übersehen habe, das jetzt markiert ist. I cannot enter.
Ja. Oh, der andere Eingang. Müsste es eigentlich einen geben. Jede Menge Fenster, alles verschlossen, alles Arsch. Ja gut. Theoretisch werden ja nur meine Vampirfähigkeiten verbessert. Also theoretisch brauche ich die Kampffähigkeiten hier alle gar nicht. Wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe. Dass ich den Blick für die Gegenstandsstufe nicht verbessern kann, finde ich etwas lästig. Versuchen die hier einen Gruselfaktor aufzubauen? Ich bin vorher aufgestanden. Ich bin noch nicht mal richtig wach. Das dauert noch. So klappt das mal überhaupt nicht. Ach, also kann er hier jetzt doch raus. Nein, so war das nicht geplant. Ja. Stimmt auch. Muss die Cam aber noch etwas nachbearbeiten, sehe ich gerade. Die ist heute ein bisschen verzogen. So. Besser. Oh Mann, das ist nicht gut. Entscheidest du dich jetzt mal, ob du jetzt... Hat sich verabschiedet. Da geht nichts. Ihr seht's was anderes als ich, ist der Witz dran. Zum Glück kenne ich einen einfachen Trick, wie ich einen gefrorenen Bildschirm wieder zum Laufen bekomme. Ich weiß. Das ist nicht das Problem. Das Problem, was ich jetzt mit Vampires habe, ist, wo fange ich wieder an? Hat er überhaupt was gespeichert? Oder gehe ich jetzt Fallout spielen, weil ich alles von vorne machen darf? Es gibt ja Autosave. Es gibt da noch ein... Nein, es müsste eigentlich gehen. Bin vielleicht nicht ganz dort, wo ich war. Aber es gibt die Autosave-Funktion. Das ist mir gerade eingefallen. Heutzutage in Zeiten von instabilen Programmen finde ich Autosave ganz cool. Da steht sogar, ne? Sie haben medizinisches Wissen hergenommen, mussten aber fiktive Sachen einfügen wegen dem Vampirismus. Darum nehmt das nicht für bare Münze, was in dem Spiel steht, ne? So. Kein Alt-Tab mehr. Die Cam passt. Ja. Na, das geht doch noch, ne? Ah, ich bin eh dort, wo ich aufgehört habe. Locked. Stimmt.
Hört man schon wieder, wie hier irgendwas rumgeistert, was Pflege braucht. Du hättest ihn von hinten jetzt. Schau, er kriegt uns nicht mit. Nimm die scheiß Säge und steche ihm in den Hals, aber nö. Und wenn es mich jetzt umbringt, nö. Behavior is similar to the infected William Bishop. Das Schocken mit dem scheiß Pflock dauert so lange, dass die mich während der Zeit fertig machen. Das ist so unnötig. Hinten ist noch Balls of Mars, Fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate and that might prove itself useful. Kitty, ich danke dir vielmals für den Follow. Schön, dass dir gefällt. Key will surely grant me access. Hat sich's früh aufstehen ja direkt schon wieder ausgezahlt. Ehrlich, mir ist jeder Follow wichtig. Ich wollte es nicht drum, weil es heute nur ein Jahr war. Einer ist besser als keiner. Freut sich an dem, was ihr habt. Irgendwas passt? Ja, du kleiner Dreckiger. Warum klappt das nicht? Ach, deswegen. Falsche Taste. Ach so, ich muss jetzt fünfmal nachlesen, was das heißt. Nee, ich hab's schon, keine Sorge. Sollte diese Spezialfähigkeit nicht so oft verwenden. Ja. Das habe ich geahnt. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after that. Reload. House of the Dead. Reload. Diese Lichtknarren, die man damals... Oh, ich glaube so... Ich schau mal. Das ist etwas, wenn ich zu viel Kohle habe, hole ich mir dieses Game. Dem Automaten. Mal das Scheißding aufschrauben und sehen, ob man da eine Schaltung rüber machen kann. Wenn es einen SCART-Stecker hat, dann bräuchte ich ja theoretisch nur eine Capture Card, die einen SCART-Anschluss hat. Hm? Von der Capture Card, vielleicht den alten Monitor austauschen, aber alles in allem. Gott, habe ich scheiß Ideen. Nauze! Nauze! Du Kleiner! Ich hab mich gerade geheilt! Also die Heilung ist am effektivsten, ganz ehrlich. Da baue ich lieber einen Blutvorrat auf, statt mich mit Bissen zu heilen, weil bis ich die Typen benommen gemacht habe, bin ich alt. Gut, hier bin ich richtig, also gehe ich zurück. Genau deswegen. Yeah.
Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, da drin ist irgendwas, das er haben möchte. Ach. Na gut, wollen wir weitergehen. Bis jetzt habe ich hier nichts mehr gesehen. Ist das dein Scheiß Ernst? John Doe? Ist das dein Scheiß Ernst? So, der Meister und sein Schatten. These skulls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink. Schon erledigt, Chefin. Tempting. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Sonst ist hier nichts erstmal. Ja. Muss nach oben? Der Boss hat ziemlich viel XP gegeben. Schau mal, 1200 schon wieder. Anscheinend habe ich alles, was ich brauche. Außer Lebenspunkte. Dolch wäre schön in der zweiten Hand. Damit ich die Typen abstechen kann. Schnell. Nicht einen Scheißpflock. Ja. Ist er. Bin Metal Gear Fan, konnte ich mir nicht nehmen lassen. Nachdem sie Hideo Kojima damals vergrault haben. Naja. Wie ich euch hasse. Dann. Muss mal sehen, was passiert, wenn ich einen Subscriber habe. War das der richtige Sound? Ich weiß nicht. Naja. Habe ich alles zu dem Thema eingebaut. Vielleicht muss ich bei den Bildern noch aber. Vielleicht muss ich die Bilder noch nachbearbeiten, die eingeblendet werden bei Subscriber und Donations. Aber alles in allem, wenn ich nicht gerade arbeite, streame ich. Ich habe auch ein neues Interface und außerdem und überhaupt, ich müsste das alles mal nachbearbeiten. Meine Steam-Gruppe pflegen, komme aber kaum dazu. Die Liste ist lang, was ich für den Stream hier noch zu erledigen hätte. Aber erstmal Präsenz zeigen. Ja, wie gesagt, erstmal eins nach dem anderen. Erstmal schauen, dass ich die Arbeit beende und so weiter. Also meine aktuelle Arbeitsstelle. Der Arbeitsvertrag läuft Ende August aus. Und dann sollte das Ganze wesentlich leichter werden. Zu unseren Vorteilen. Ich kann mehr machen. Ihr habt ein bisschen mehr von mir. Ja, das ist eine Drohung.
Liebt euch! Eines gleich vorweg, so als Drohung, Kitty. Geduld ist nicht einer meiner Tugenden. Ich bin hektisch, bin vorschnell, aber ich kann mit den Konsequenzen leben, aber das wirst du selbst hier beurteilen können. Aber trotzdem, ich bin keiner, der geduldig ist. Alles, was länger als 30 Sekunden dauert, bringt mich auf die Palme. Der Feind eines jeden Spieles bei mir sind Ladebildschirme. Gott, ich hasse Ladebildschirme. Weißt du, was mich aufregt? Das. Und du siehst meine Zuschauer richtig. Juhu, los, lass es uns abarbeiten. Er kann uns nichts finden. Ja, wäre schön, wenn es nur Teilzeit wäre. Im Stream, ja. Weil ich aus dem Stream raus bin, irgendwie. Blade. Das Serum. Ja, Salz in die Wunde, ne? Gut, doch, geschafft. Bringe die Geldbörse zu ihrem Besitzer. Jo, sofort, ne? Ich glaube Anfang oder Ende Mai, irgendwann im Mai habe ich angefangen, also erst seit 3 oder 4 Monaten, maximal, nicht mal so lange. Ist witzig, wirklich. 3, 4 Monate insgesamt, ich glaube aber es sind schon eher 4 als 3. I cannot enter. Huh? Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll Merz. Show you how to mix the remedy yourself. Merz, meine Frau hat mich gerade korrigiert. Merz. Many thanks, Doctor. When you finished, you ought to report ja, stimmt, Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Ich habe London übernommen. Nein, ich habe einen Arzt gefunden. Der Arzt hat mir geholfen, ich arbeite jetzt in seinem Krankenhaus, dafür bekomme ich Kleidung, einen Unterschlupf und einen ruhigen Ort, wo ich was gegen den Vampirismus entwickeln kann, beziehungsweise es mal untersuchen kann und ja, das mache ich jetzt. Wen meinst du jetzt, Kitty? Wer ist glücklicher? Wer hat Ruhe? Bin gerade etwas überfragt, was du meinst. Also, wen genau? Nein, die sind Das mit dem Streamen war ihre Idee, ist der Witz dran. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Esmerisieren.
Ah. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Nette Dame. I'm all right. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Zu circa, ja. Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Technisch löse ich die Sachen. Sie macht meine Programme und die PR. Mehr oder weniger. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Jo. Medizinische Untersuchung. Ja, das kann ich zum Glück machen. Ich würde es ja verwenden, aber. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful, I'd rather not talk at all, Doctor. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. So kann ich das Ding nicht geben. Ich will ihm das Ding ja geben, aber. I'm all right. Don't waste your time with me. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Kann ich ihm nicht geben. How painful. I'll let you get some rest then. Okay, ich muss anscheinend mit dem Doktor oben reden. Ich weiß, ich kann große Menge XP kriegen, aber nicht zwingend notwendig. Husten Sie nicht in der Öffentlichkeit. Ja, Ansteckung, ne? Please, Jonathan, come in. Ist das dein Ernst mit einem scheiß Schädel in der Hand? Was für eine Begrüßung. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea. Ja, er ist irgendwie euphorisch, wenn ich in der Nähe bin. Scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me.
I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Gerne, ist mir sowieso lieber. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Okay. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. Okay. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Eine Adlige, die im Krankenhaus mithilft? Wow. Wie gesagt, warum ich dem Jungen unten die Medikamente nicht geben kann, habe ich keine Ahnung. Grasfiole. Krankenhaus ist voll. Ja, und die Ärzte auch, ne? Soll das die Leistung reduzieren oder ist das Absicht? Wenn man kein Spiegelbild hat. Irgendwie schon. So, schauen wir mal. Flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. This isn't Trost. Fields, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass sie ein Vampir ist. I'll be back round later. Was ich nämlich eher glaube, aber wart's mal ab. You're the sweet, sweet lady of mercy. Bin mir aber nicht sicher. Warten wir es ab. Ja, ich bin mir aber gerade 1000%ig sicher. Ja, ich hatte auch recht. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. Ja, sie ist ein Vampir. You're a vamp. The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Have any of the patients given you trouble? Das glaube ich nicht. Poor souls have so little left to live for. I do my best. To ease their pain. Bis jetzt hat sie nichts Schlechtes gemacht. Gerade. Bin aber vorsichtig. You make me blush. I am simply a necessary evil. Pardon my boldness, your ladyship, but I have questions concerning this condition we share.
As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need weight. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. Okay. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. So ich soll das Problem lösen, ohne ihn umzunieten. Yeah. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. Es ist auch England, ne? Ich find's gut. Und sie sprechen deutlich genug, dass man's wirklich verstehen kann. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Mhm. If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicion is toward a patient or their family. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is doch perfekt. Das macht doch England aus, oder? Stock im Arsch. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Wenn ihr Netflix habt, schaut sich den nächsten Mal Monty Python Flying Circus an. Es passt. Es passt, kann ich euch sagen. Is it true? Now aren't you es passt, glaub's mir, Basilius. Excuse my impertinence, your ladyship. This is not an interrogation. Ich weiß, es ist für uns nicht nachvollziehbar, aber das ist diese englische Höflichkeit, ruhig zu bleiben in jeglicher Situation. Das passt leider. Anderes Land, andere Sitten. With a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist. Und ich habe den Kanal sowieso als FSK 18 deklariert, von daher. If that was the case, eben, dann überlegt Basilius, machen sie es falsch? You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Bin ich nicht. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Okay. Neugierig, was jetzt dabei rauskommt. Simpletons, these nurses, bred with no respect. No respect. Na, das ist ja immerhin eine Einladung, womit wir arbeiten können. Höflich sein. What? What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Please calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave, threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here. You've picked the wrong fight.
I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings on. Was it a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts in the poor sod's vein. Das ist möglich, Basilius, ja. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. Warum soll ich direkt mit der Tür ins Haus fallen? Ist doch dämlich. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. Okay. See you on the next round. Eine rumhurende Krankenschwester, oder was? The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Lungert sie rum. Krankenschwester. Hä? Ein Gespräch im Ladebildschirm? Was passiert jetzt? Good evening, nurse. Good evening, doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? Ach, so schlimm wird's nicht. You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. Und wenn, dann ist es nur Zufall. Any idea when this epidemic will be over? Basilius. How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter. But I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Sorry. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Okay. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned. Milton is not the chatty type.
Wenn sie dicht genug ist, prinzipiell ja. Okay. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? Wow. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. Ja, wir haben es doch begriffen. Aber witzigerweise kann ich ja sonst nichts anklicken, ne? Goodbye, Nurse Hawkins. Good evening, Nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here. Dass ich so über sie stolpere, hätte ich jetzt auch nicht geglaubt. Has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Branigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Morgen. Abend eher, ne? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised. But I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. In gewisser Weise, aber sonst. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. Das glaube ich. An invisible enemy. So. Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, Nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett's. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Okay. Nurse Branigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Der Grund, warum ich so schweigsam bin, ist eigentlich nur der, dass ich zuhöre. Ich möchte mir den Blödsinn merken. Auch damit ich mir später vielleicht einen Reim draus machen kann. Könnte wichtig sein, vergesst nicht. Jede Entscheidung da drinnen kann eine Kugel kosten, ne? Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds. Also ja. Just like the patients. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor.
Das hilft mir nicht wirklich. Och, manche können es nicht leiden, wenn die Streamer so schweigsam sind. Ich finde, es geht hier nicht um mich, es geht ums Spiel und ich soll es mit farbigen, guten Kommentaren bestenfalls untermalen. Sonst? You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they keep you as a patient. Stimmt. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Stimmt. Sind das äußerst merkwürdig. Und die Schwester ist jetzt schon weg. Ja. Wie ein Furz im Wind verschwunden. Ladebildschirm. Einige Bürger können Missionen für dich haben, wenn du mit ihnen sprichst. Sie werden dich immer für deine Hilfe belohnen. Wieso Xbox-Steuerung? Ich habe nicht mal Da ist der Controller? Nein, ich habe nicht mal Controller angeschlossen. Minecraft. Da kannst du auch gleich in den Kopf schießen. Ich kenne Minecraft, aber meh. Ach, leck mich doch am Arsch. Das endet sicher gleich wieder in irgendwas. Man has been savagely attacked and dragged to the floor. Meinst du? Was sagt dir das? Unrealistisch große Blutspur. Ich wollte ausweichen. Das stimmt. Ich sage nicht, dass du Unrecht hast. Ich sag bloß, dass ich zum Beispiel kein Minecraft habe. Ach, Dreck. Naja, bis zu gewisser Weise ich nicht. Ich habe Minecraft früher hier und da gespielt. Das einzige Problem ist bei Minecraft für mich sind die Redstones. Da blicke ich nicht ganz durch. Aber muss ich auch nicht überall. Aber es gibt so viel bessere Spiele, die man streamen kann. Fallout 4 ist für mich nicht das beste Spiel. Aber wenn ich was aufbauen möchte, und Fallout habe ich, kann ich das auch dort machen. Ich hau den Unsterblichkeits-Cheat rein und habe unendlich Ressourcen. Und damit kann ich machen, was ich will. Mit den richtigen Mods habe ich sogar noch mehr Möglichkeiten. Gewöhnliche Stachelkeule. Ja, das. Ich sag nicht, dass du Unrecht hast. Gebe ich dir auch voll und ganz recht. 130, ja, bist du denn dumm? Ich weiß, ich bin hier falsch, aber wir alle hören diesen komischen Penner.
Bürgeruntersuchung. Bürgeruntersuchungen werden hier nach Bezirken sortiert. Du kannst eine neue Bürgermission beginnen, indem du mit der linken Maustaste folgst und dann deine Karte aufrufst, um es zu erforschende Gebiet, bla bla bla. Wow, dreimal zugeschlagen. Also das mit den Stöcken ist geil. Vielleicht läuft das nicht, also der Kolben ist nicht übel. Besser als die Klingen, weil du die Typen schnell aus die Socken haust. Und ja, gewöhn dich wie gesagt an sowas, ich zieh das Unglück an, ne? Beispiel A bis Z schon wieder mal. Ja, ich rede gleich mit dir, ich möchte zuerst mein Loot haben. So. Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. Okay, I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. All right, Mr. Thatcher, you're safe now. Do you think you can reach the street by yourself? Yes. Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Ich hab Blut, ich brauch's nicht. Solange ich das so bekomme, gibt es für mich keinen Grund. Wenn ich wirklich einen Notstand hätte, ist es eine Option, aber so ist es Verschwendung. Die Leute damit unterwerfen von mir aus, aber sonst... Ach scheiße. Wow, wirklich? Nom 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 nom. Hopp. Seht ihr das? Wir sind alle Spieler. Was passiert hier? Achtung! Bosskampf. Enge verwinkelte Gänge. Auf einmal kommst du auf einen großen Platz. Menschenleer. Wenn da kein Bosskampf ist, lösche ich das Spiel. Gut, ich habe es in 10 Minuten wieder installiert, aber hey, ich hatte recht. Ein Löwe. Darf nur zweimal angreifen. Genau deswegen, der macht dann Schaden wie ein Blöder. Na.
Gib bitte! Jetzt macht er schon drei. Für 9. Bester Doris ist Gutschein. Ach du Scheiße. Gib dir noch Whitechapel. Also, der war nicht leicht, der war Stufe 9. Er ist besiegbar, man sieht's, aber sei scheiße vorsichtig. Jetzt gerade kann ich die kleinen Winzlinge sogar brauchen. So. Erstmal ins Krankenhaus, erstmal schlafen. Ich habe so viel XP, dass ich Erfahrungspunkte scheißen könnte. Schwester Dorothy, mit der sollte ich auch nochmal reden. Da ist es. Leimhaus bin ich. Ah. War's das jetzt schon? Ausreichend würde ich sagen. Schwer zu sagen, aber ausreichend. Vom aktuellen Standpunkt aus. Bürgermenü, örtliche Untersuchung. Noch nicht nach Whitechapel. Wie gesagt, erstmal schlafen gehen. Wie gesagt, ich sehe keinen Vorteil oder Nutzen darin, die Leute unwillkürlich einfach aufzufressen. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. How pain. So pain. I have to go. Good evening, sir. Doctor. Ich habe ein Heilmittel, aber ich kann es nicht verwenden. Good evening, Doctor. Hm.
Warum kann ich ihm das Beruhigungsmittel nicht einfach geben? Habe ich keine Ahnung. Ich hab's im Inventar. Ne? Irgendwo. Da. Plunder? Anscheinend kann man die Sachen verkaufen später. Das bedeutet, es gibt Händler. Genau. Hier ist er. Hier kann sich Draxi ins Bett schmeißen. Ah ja. Muss ich mir merken. So, was können wir herstellen? Was können wir machen? Kehle tut weh. Aber wie gesagt, selbst da ich es habe, kann ich es nicht verwenden. Habe ich mich noch nicht entschieden, was ich damit mache. Für nichts genug Materialien, das ist eklig. Ich habe auch gehört, dass man sich umziehen kann, ne? Andere Waffen und so weiter, aber wo ich die herbekomme? Ich bin ja mitten im Spiel, ich habe das Scheißding ja vorbestellt. Na, ich habe es vorbestellt, ne? Katana. Aha, die DLCs habe ich offiziell also gar nicht. Witzig. Wo habe ich es dann vorbestellt? Ist es nicht beim Pre-Order? Kriege ich den Scheißdreck dazu? Merkwürdig. Ich habe es nicht im Inventar und das DLC auch nicht. Weder habe ich die Kleidung, noch die Waffe, noch das Schwert. Vorbesteller-Aktion. Naja, vielleicht kommt's noch. Weil ich werde es mir sicher nicht nochmal kaufen. Und selbst wenn, okay? Gehen wir davon aus, dass es alternative Kleidungen gibt und so weiter, okay? Wo ziehe ich sie denn an? Ne? Karte, Quests, Bürgermenü, Untersuchungen, Sammelobjekte, Inventar. Ja, vielleicht liegt was im Inventar, aber sichtlich nicht. Wie gesagt, selbst wenn, wo ziehe ich den Scheiß um? Na gut. Ja, genau. Erinnert er mich gerade daran? Erhöht die Ausdauer. So, das reicht. Nämlich 600. 300. Mich jetzt auch 600. Schaden. Naja, plus 100%. Einmal aufwerten für 300. Why not?
dir an. Plus 1400%. Ich glaube, meine Gesundheitspunkte etwas aufzubauen schadet rein gar nichts. Jetzt haben wir noch so viele Punkte übrig, dass wir einen noch besser machen können. Ich glaube, die Blutkapazität. Nötig Stufe 10. So, ich bin zufrieden damit. Und ich soll jetzt nach Whitechapel. Oh, Medikamente. Eins. Und noch mehr Medikamente. Nö. So, dann auf nach Whitechapel und aufpassen, dass wir nicht über Jack the Ripper stolpern. Whitechapel, bedenklich. Oh ja, ganz toll. Welches Level hat der? Wollt ihr mich verarschen? Solange es so klappt. Er ist enorm resistent gegen meine Angriffe. Ja. Muss aufpassen. Ja. Die Blutspur führt da rein. Keine Ahnung, wer es ist, keine Ahnung, was es ist. Interessiert mich auch einen Scheißdreck. Ich bin ein Vampir und da drin gibt's Blut. Die erhöhte Ausdauer bringt einiges gerade. Der scheiß Konter frisst Ausdauer. Ach, verdammt, verklickt.
Da haben wir noch einen Schrank. Und in Sachen Inventar. Ich komme immer mit der Ruhe. Während ich die Typen aussauge, regeneriert sich meine Ausdauer. So schlimm ist es jetzt auch nicht, dass ein erwachsener Mann hier heulen muss. War doch die Tür, was vorher verschlossen ist. Ah. Okay, schaut nicht gut aus. Ich weiß nicht, ob ich dem Patienten noch helfen kann. Nein. So. Bitte sehr. What happened? Who are you? It's all right, sir. You're safe now. Oh, a fellow Englishman. Thank you, sir. For a moment I thought those bloody heathens would kill me. What are you doing here? This place is not safe. Yeah, it's a cesspool, but it's mine. I came to collect some overdue rent, but those who still live here have gone completely bonkers. You're very lucky to be alive. Yeah, filthy immigrants. Fucking savages, every one of them. And now with this bloody fever, they're just animals. You can find safety of sorts in Whitechapel. If you're quick and cautious, you'll be able to avoid the savages. Wow. Benner. Ob der das Leben verdient hat, weiß ich nicht. Bin jetzt aber auch kein Richter oder Gott, um das entscheiden zu können. Edeka. Ah. Easy does it, boys. Ah! Leech! Leech! He's too fucking fast. Shit! Nicht steh drauf. War er. Aber man muss auch zugeben, die Miete hat ihm auch zugestanden, ne? Wenn er der Vermieter ist. Das ist nicht das Problem. Seine Wortwahl, ne? Wer ist daran schuld? Dass hier Vampire rumrennen. Dass die Grippe ausgebrochen ist, ne? Wer ist daran schuld? Migranten. Ausländer. Alle raus damit. Er ist ein Vollidiot. Ja, ich weiß. Unterschlupf. Ist ja geil. Over there! There's one of them vermin! Ja, bist du dämlich? He is, indeed. Indeed he is, isn't it? Isn't he? Oh, ich muss in meinem Englisch arbeiten. So. Also die Welt ist schön gemacht, das kannst du dir lassen.
Hier gibt es nichts, noch nicht. Keine Ahnung, eins von beiden. Wobei ich bei dem Spiel sehr stark bezweifle, dass sie hier unnötige Räume einbauen. Na klar, möglich. Aber ich glaube, die Blutspur in dem Fall markiert auch den Bereich dieser Safehäuser. Also, wenn sie euch das Spiel holt, investiert ein paar Punkte in Ausdauer. Ihr seht das selbst. Ich habe schon gedacht, im Kampf heile ich mich durchs Beißen, aber gerade nicht mal im Ansatz. Nochmal. Oh, er hat sogar getroffen. Bin beeindruckt. Jetzt nicht mehr. Lass mich mal abbeißen. Oh, Scheiße! Du kleiner... Ja, bist du denn dämlich? Gott sei Dank nicht so schlimm wie sein Papa. Ich hab zuerst, du! Batzenhirn. Ah, da kommt noch einer. Schaut euch das an, der hat so eine Art Unterarmschild. Au. Mit der Shotgun, du Unmensch. Ich investiere am Anfang immer zuerst lieber in passive Punkte. Das ist ein Name, das ist ein Boss, schau mal. Roger die Mauer. Rotpatronen. Was sind Aussichten darauf, was ich noch für Waffen kriege? Kriegt sogar meine Frau eine Erektion. I cannot enter. It's locked. Kannst du mal entscheiden? Auf, zu, auf, ja, nein, vielleicht, suchst du selber? Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Schrotpatrone. Und noch mehr Schrot. Backshots. I won't end up another drunk arsehole littering the streets. Not me.
What? Shooting a boy in the middle of a street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened. Who are you? I'm Dr. Reed. And I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, Doctor. And no one can help me. Not even you. Ich bin kein gewalttätiger Mensch. Ja, das sah so aus. I have found a very interesting letter. Your son planned to prove his worth to the gang by stealing your medicine. Oh, I see. So the little bugger thought he could use his dad to build a reputation. The gang's recruiter was dead when I found him. Perhaps you should take better care of your son. I love my Albert, sir. Believe me. It's just... well, I'm an arsehole, I suppose. Anyway, thanks for the letter. You're welcome. Thanks for your trouble. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some clues. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. Uh-huh. Die Kräne. Ich sollte vielleicht davon ein paar herstellen. Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy just failed me last nerve. Ja, das ist sehr hilfreich. And a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Are you all right? The bastard at the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. Auch so ein netter Kerl. Lebt ganz nach dem Vater. If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. She's pretty, I'll keep an eye out. What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything, it ain't me. Medication and drugs are a rare commodity in East London. So you picked an easy target, didn't you? Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find yourself another guide. Goodbye, young man. The wet boots will be proud of me. Wo ist der? Da ist er. Na, was Interessantes gefunden. Good evening, Benjamin. Can I help you? I'm afraid not, Mr. Reed. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar. A coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. It's a pity that doctors still practice such barbaric methods. It's a dishonor to our profession. Now only the pills stop me thinking about this shit. To not hear the explosions. I'm even scared of the dark these days. PDPS, no?
What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. And now I'm just Ben. Ben the Trap. You don't have anywhere to go. No family that would welcome you. Not since the death of my wife, Albert's mother. She was sick, you see. Long before the flu and all this shit. Sehe ich nicht. A gun, alcohol. Eigentlich möchte ich nur die medizinischen Sachen haben, die er geklaut hat. How are you, boy? I'm not your... Goodbye, young. I won't end up another drunk arsehole littering the streets. Not me. Schöpfung. Wie kann ich ihm das Ding jetzt geben? Weil ich hab's ja, ne? Ich weiß nicht, wie ich ihm das geben kann. Vielleicht muss ich ihm wirklich erst ausquetschen, bevor ich ihm das geben kann. Wie kann ich ihm das geben? Goodbye, young man. Findet man in die Optionen was? Weil das geht mir ziemlich offen. Ah ja. Doch Deutsch-Österreich? Lautsprecher. Medizinische Untersuchung, Details. Another drunk call. How are you, boy? I'm not your... Do you need assistance? Please. Jetzt habe ich's. Feeling tired these days. There you go. Jetzt weiß ich's wie. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Goodbye, young man. I won't end up another drunk ass. Okay, das habe ich jetzt gelernt. Ob ich das umändern kann? Ich hoffe es mal. Theoretisch müsste ich es jetzt mit der linken Maustaste einfach auswählen können. Das ist zumindest die Theorie. Er braucht was gegen Kopfschmerzen. Händler. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Max Salber cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. I'd like to see what kind of med... Okay, ah, 77. Ja, und verschiedene Einzelteile. Vielleicht kann sie mir aber was über den Idioten sagen. Und über die Schwester. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers.
Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. Okay. What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Natürlich habe ich. Goodbye. The Swanborough Cordial can be the answer to all your problems. Und wo ist jetzt? Aha. Blutige Hand zeigt mir den Weg. Ob ich was gegen die Schmerzen herstellen kann? Hm. Mal weiß Blut außer dem Vampir, aber was hier? Doch lächerlich. Ich habe nur keine Shotgun, um sie zu verwenden. Von daher. Mal sehen. Schöpfung, Blut, Lungen, Itis, Erkältung. Kann ich noch nicht. Abgenutzte Stahlkopf. Hey, immerhin habe ich ein bisschen was aufgewertet. Die paar Punkte, was ich habe, können sie sich auch behalten. So. Ich kann auch immer drei Rezepte nicht, aber wo ich die herbekomme. Ich komme da aber sicher nochmal hin, da mache ich mir irgendwie gar keine Sorgen. So, jetzt schauen wir, dass wir die Story noch ein bisschen weitermachen, weil ich muss auch gleich duschen und zur Arbeit. Bedenklich. Hey, dabei fresse ich schon kaum jemanden. Dann nuckle ihn aus, oder wie man das nennen will, ne? What? What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Hmm? Itis. Was hat er vor? A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry.
Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be from Whitechapel. Perhaps just the friend of that stray poet who is always about. Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby? Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Huh. Bei der Kirche. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Ja, zwei Symbole. Come on, Barrett, you know the game. You pay for peace of mind. Can't you just look the other way this week, Joe? Come on, we can sort it out, right? It's not my call, Barrett. You pay one way or another. Please, Joe. How long have we known each other? We even used to be neighbors, for Christ's sake. I'd prefer not to give you another beating, Barrett. Clayton. Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed. At your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. The name is Goodbye, Miss Clayton. Welcome, sir. Oh, wie findet man den? I am Dr. Reed. I would like Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Mal sehen, was er hat. Show me what you immer nur Materialien. Okay, die Sachen kann ich so theoretisch nur verkaufen. Und daher wäre es auch besser, wenn ich sie zerstöre. Das, glaube ich, geht aber nur auf der Werkbank. Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me, then? Okay, then. Come on, then. I'm Harry, by the way. Even my dreams are soaked with gloom. Hmm. May I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. Look around you. Does this look like a nice place to live? This place is awful, I agree. But does that not mean your situation can only improve? That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. But I wasn't even consulted when we moved here.
Ja, leider, wie dem auch sei. Ich muss hier leider Schluss machen für heute. Nein, das stimmt nicht. Für jetzt. Ich sollte aber am Nachmittag um 17 Uhr wieder da sein, sofern ich nicht überfahren werde oder irgendwas. Aber jetzt erstmal duschen, anziehen und Arbeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Follow da. Wenn nicht, hoffe ich, dass wir uns um 17 Uhr trotzdem wiedersehen bei Vampire. Und bis dahin, naja, wie immer, macht das Beste draus. Schönen Tag noch und bis dann. Ciao.